Hallo und willkommen bei How to Buddies. In diesem Video möchten wir euch zeigen, wie ihr euren Wunschgutschein bei otto.de einlösen könnt. Das Besondere am Wunschgutschein ist nämlich, dass dieser noch gar nicht auf einen bestimmten Online-Shop oder eine bestimmte Filiale festgelegt ist. Ihr könnt online auswählen, für welchen Shop ihr diesen Gutschein verwenden möchtet und bekommt dann eben nochmal einen separaten Code zugesendet. Und deswegen möchten wir euch jetzt einmal zeigen, wie das für otto.de geht. Die Gutscheinkarte kam wahrscheinlich so bei euch an. In so einer Grußkarte. Das Tückische ist, dass sich hier der Code gar nicht drauf befindet, sondern eben auf der Rückseite der Grußkarte. Also hier, da ist vielleicht der Code zu finden, als auch der Gutscheinwert. Den haben wir jetzt bereits freigerubbelt. Das macht ihr mit eurem Fingernagel oder mit einem Centstück. Ihr kennt das wahrscheinlich. Und diesen Code brauchen wir dann gleich. Zuallererst gehen wir in unseren Browser. Das ist bei uns jetzt Safari. Bei euch kann das natürlich auch Firefox, Chrome oder was auch immer sein. Ihr könnt das Ganze auch am PC machen und geben hier wunschgutschein.de ein. Dann haben wir hier oben drei Striche. Klicken da drauf und dann auf Gutschein einlösen. Dann werden wir hier auch gleich durchgeleitet. Schritt 1 geben Sie hier Ihren Code ein, Schritt 2 wählen Sie dann einen Partnershop. Hier geben wir dann unseren Code ein, da auf jeden Fall auf die Groß- und Kleinschreibung achten, sowie auf diese häufigen Fehler wie des Vertauschens von 0 und O oder 1 und I oder so, dann funktioniert das Ganze nämlich nicht. So, dann klicke ich noch auf Ich bin kein Roboter und dann auf Gutschein einlösen. Hier steht noch ein kleiner Tipp, für unsere Aldi-Kunden ist der Code auf dem Kassenbon zu finden, also den auf jeden Fall aufbewahren. Dann klicke ich hier auf Gutschein einlösen und komme dann auch gleich in den Bereich. Herzlich willkommen im Einlösebereich von Wunschgutschein. Ihre Codeeingabe war korrekt, Ihr Guthaben beträgt 15 Euro. Dann kann ich hier weiter zur Partnerauswahl, da klicke ich drauf und dann kann ich hier eben Otto aussuchen oder gebe das hier oben in die Suchleiste ein. Dann klicke ich da drauf und kann hier eben auswählen, ob ich da 15 Euro, 20 Euro, 25 Euro oder so als Gutschein erhalten möchte. Bei 20 Euro müsste ich dann eben aber noch 5 Euro drauf zahlen. Deswegen wähle ich jetzt mal 15 aus, weil auf meinem Gutschein sind eben nur 15 Euro. Und dann würde ich hier auf Gutschein anfordern klicken. Dann würde sich ein Fenster öffnen, bei dem ich meine persönlichen Daten eingeben muss, wie auch die E-Mail-Adresse. Und es ist sehr wichtig, dass man bei der E-Mail-Adresse eben keine Fehler macht, weil der Gutschein von Otto wird mir dann auf die E-Mail-Adresse gesendet, die ich angebe. Und deswegen da auf jeden Fall darauf achten, alles richtig einzugeben. Und dann würde ich nochmal auf OK klicken und dann öffnet sich halt eigentlich nur noch eine Seite mit vielen Dank, Ihr Wunschgutschein wird versendet auf die angegebene E-Mail-Adresse. So, laut Wunschgutschein kann das Ganze bis zu 24 Stunden dauern, also da auf jeden Fall nicht nervös werden oder auch einfach mal im Spam-Ordner gucken, ob es da vielleicht drin gelandet ist und sonst einfach das E-Mail-Postfach ab und zu mal aktualisieren, bis der Gutschein eben da ist, dann erhaltet ihr eine E-Mail von wunschgutschein.de, klickt da drauf und im Anhang befindet sich dann die PDF mit dem Gutscheincode für otto.de. Ich hoffe, dieses Video zum Einlösen eures Wunschgutscheines bei otto.de hat euch gefallen und geholfen, dann hinterlasst uns gerne einen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal und dann sehen wir uns schon im nächsten Video. Bis dann.